Hallo, ich melde mich heute mit etwas Besonderem. Und zwar möchte ich einen Einblick in das Buch geben, Und ich lebe noch. Und dazu werde ich das Vorwort und das erste Kapitel vorlesen. Ich bin gerade 23 Jahre alt und habe beschlossen, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Vielleicht wunderst du dich, warum ich in so jungem Alter schon auf eine solche Idee komme. Und zunächst scheinst du ja auch recht zu haben. Ich habe auf den ersten Blick kein allzu schweres Leben. Ich wurde nie geschlagen, misshandelt oder missbraucht. Ich lebe in einer relativ normalen Familie, habe drei Geschwister und meine Eltern sind glücklich verheiratet. Es fehlt uns an nichts. Soweit scheint alles perfekt und deine Skepsis berechtigt. Doch da gibt es etwas, was du noch nicht weißt. Ich kam mit einer Körperbehinderung auf die Welt und das macht mein Leben um einiges komplizierter. Ich bin seit meiner Kindheit nahezu ununterbrochen krank und habe seit meinem 16. Lebensjahr eine schwere Depression. Gleich einer Selbsttherapie möchte ich hier meine Erlebnisse und Erfahrungen niederschreiben, um diese mit anderen zu teilen und vielleicht dem einen oder anderen damit zu helfen. Zwar weiß ich nicht genau, ob alles, was ich hier schreibe, wirklich so passiert ist, da es größere Passagen meines Daseins gibt, die ich nur noch aus Erzählungen anderer kenne. Doch das hier ist die Geschichte meines Lebens, wie ich sie kenne. An meine ersten Jahre habe ich nur noch wenig Erinnerungen, also sind auch die ersten Kapitel dieses Buches recht kurz. Je weiter die Zeit jedoch verstreicht, umso dichter verwoben wird meine Erinnerung und mit ihr erwachsen natürlich auch die Kapitel. Eben habe ich geschrieben, dass das hier meine Geschichte ist. Doch zu meiner Geschichte gehört auch einen kurzen Blick auf die Zeit vor meiner Geburt zu werfen. Da gibt es einiges zu erzählen, was für mein Leben entscheidend war. Vor allem über meine Eltern. Hätten sie sich nicht kennengelernt, würde es mich nicht geben. Oder ich wäre zumindest jemand ganz anderes, als ich es jetzt bin. Meine Eltern lernten sich schon in Kindheitstagen kennen, da sie nicht weit voneinander entfernt wohnten und deshalb oft zusammen spielten. Ich würde nicht sagen, dass meine Eltern überaus romantisch sind, doch aus Freundschaft wurde Liebe. Und beim Sonnenfeuer 1981 wurden sie ein Paar. 2 Jahre später starb die Oma meines Vaters und vererbte ihm ihr Haus, welches sich schräg gegenüber vom Elternhaus meiner Mutter befindet. Sie beschlossen, es selbst umzubauen. Es war nur ein kleines Gebäude mit 3 Räumen. Doch mein Vater und meine Mutter unterkellerten es eigenhändig und nach kamen weitere Räume und ein zweites Stockwerk hinzu. Es war viel Arbeit und dauerte schließlich 3 Jahre, bis sie fertig waren. Mein Vater arbeitet bis heute daran, ihr wisst ja, es gibt immer etwas zu tun und ich bin der Überzeugung, dass dieses Haus seine oder eine Lebensaufgabe ist. 5 Jahre später, wir schreiben nun 1987, beschlossen meine Eltern zu heiraten. Wieder ein Jahr darauf, 1988, erblickte mein Bruder Stefan das Licht der Welt. Einige Verwandte nahmen sofort an, sie hätten nur geheiratet, weil meine Mutter schwanger war. Doch da haben sie sich im wahrsten Sinn des Wortes verrechnet. Sie hatten schlichtweg vergessen zu bedenken, dass Stefan einen Monat zu früh geboren wurde. Alles war perfekt, doch 3 Monate nach seiner Geburt hatte meine Mutter beim Holzschneiden einen schweren Unfall. Die Sicherung der Kreissäge griff nicht und sie schnitt sich alle Finger der linken Hand ab. Leider konnten diese nicht mehr angenäht werden. Aus diesem Grund wurde meine Mutter von den Behörden in Frühpension geschickt, da sie aus ästhetischen Gründen nicht mehr in ihrem erlernten Beruf als Schuhverkäuferin arbeiten konnte. Wie man sieht, schmeißt das Schicksal gerne einer Familie mehrere Brocken zu. Trotz allem entschieden sich meine Eltern 2 Jahre nach der Geburt meines Bruders, ein weiteres Kind zu bekommen. Der Wunsch erfüllte sich schneller als gedacht. Einen Tag bevor meine Mutter den Frauenarzt besuchen wollte, da sie schon den Verdacht hatte, schwanger zu sein, träumte sie, sie würde Drillinge bekommen. Tags darauf war sie daher kaum überrascht, als der Arzt ihr mitteilte, dass es 3 Babys werden sollten. Die erste Reaktion meines Vaters, als er Mama mit 3 Mutter-Kind-Pässen nach Hause kommen sah, war die ebenso einfache wie praktische Feststellung: Das Auto ist zu klein. Männer eben denken immer zuerst ans Auto. Mama erzählt noch heute, dass sie im 2. Monat schon aussah wie andere Mütter im 6. Monat. Es ist vielleicht auch noch erwähnenswert, dass wir auf natürlichem Weg entstanden sind und 3-eiige Drillinge sind. Die Schwangerschaft verlief zu Beginn problemlos.
Das Einzige, was meine Mutter heute noch als sehr nervig beschreibt, war, dass der Arzt bis zum Schluss nach einem vierten Kind suchte, da wir im Kreis lagen und er in dem freien Raum zwischen uns ein weiteres Baby vermutete. »Ich bekomme nur Drillinge, da ist kein viertes«, fuhr sie den Arzt an, wenn er beim Ultraschall am Monitor suchte. Und so bin ich wortwörtlich auf der Bildfläche erschienen. Die Zeit verging und endlich durfte meine Mutter ihren Bauch wieder für sich alleine haben. Am 30.08.1991 wurden wir 10 Wochen zu früh per Kaiserschnitt geholt. Mama erzählt immer, dass der OP voll mit Leuten war, für jedes Baby ein eigenes Team mit Arzt, Kinderkrankenschwester und anderen wichtigen Leuten. Könnte ich mich aktiv daran erinnern, wüsste ich wohl, wie es ist, im sogenannten Blitzlichtgewitter zu stehen. Nur Mama musste wohl sehr erschrocken gewesen sein über den Menschenauflauf im Kreissaal. Noch dazu war mein Vater in Wien und wollte seinen Nachtdienst antreten, als es hieß, Kommando zurück, auf los geht's los, die Babys werden geholt. Also hat er sich schleunigst wieder auf den Rückweg gemacht. Die Geburt verlief also soweit ganz gut und ironischerweise muss man dazu sagen, dass ich selbst am gesündesten zur Welt kam. Im Gegensatz zu meinem Bruder, der zu voll zum Atmen war, und meiner Schwester, die störrisch gegen das Beatmungsgerät arbeitete und aufgrund eines Lungenplatzes fast gestorben wäre, benötigte ich nur einen Tag an der Maschine. So gut mein Start war, so schnell änderte sich mein junges Leben, da ich mein Frühchengewicht ewig nicht auf das normale Geburtsgewicht bringen konnte. Und vorher durfte ich nicht zu meinen Geschwistern heim. Meine steile Krankenhauskarriere habe ich also bereits mit wenigen Tagen begonnen, und das sollte sich auch nicht ändern. Ich bin ein treuer Stammgast, der immer wieder kehrt oder kehren muss. Obwohl ich schon zugeben muss, dass ich gerne mal verschiedene Lokalitäten besuche. Es muss nicht immer dasselbe sein, man möchte ja auch etwas Abwechslung im Leben. Nun gut, als ich dann endlich zu meinen Geschwistern nach Hause durfte, war soweit alles perfekt. Doch dann stellte der Kinderarzt fest, dass ich in der Entwicklung immer mehr zurückblieb. Mit 6 Monaten wurde diagnostiziert, dass ich Spastiker bin. Kurz gesagt, meine Bänder sind verkürzt und die Ärzte meinten, ich werde niemals gehen, geschweige denn frei sitzen können. Wie man sich vorstellen kann, war das für meine Eltern ein großer Schock, doch sie haben sofort mit Physiotherapien für mich begonnen. Allgemein muss man sagen, dass meine Eltern akzeptiert haben, wie ich bin und was kommen wird. Sie haben mich immer unterstützt, mich nie aufgegeben, an mich geglaubt und einen unglaublichen Einsatz geleistet und leisten ihn immer noch. Ich hoffe, dass Sie wissen, wie sehr ich Ihnen dafür dankbar bin und dass ich das niemals genug zeigen oder sagen könnte. Es gibt einige Menschen in meiner Familie, die meine Behinderung nicht akzeptieren können und auch ganz schlecht damit umgehen. So zum Beispiel meine Oma, von der ich immer glaube, dass sie ein schlechtes Gewissen mir gegenüber hat. Oder als anderes Beispiel ist zu erwähnen, dass niemand mein Dorfpate sein wollte, außer meiner Tante Petra. Leider habe ich in meiner eigenen Verwandtschaft viel Ablehnung erlebt, das sollte sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Mein Vater hat mir immer versucht zu erklären, dass viele Menschen die perfekte Familie anstreben. Nun, in dieses Bild passe ich eventuell nicht. Ich denke, dass sie mit der Situation überfordert waren und sind. Ich möchte hier auch nur meine subjektiven Empfindungen teilen und ganz sicher niemanden verletzen oder beleidigen. Das beste Ergebnis wäre natürlich, den einen oder anderen zum Nachdenken anzuregen, denn was ist schon perfekt normal? Was passt in eine perfekte Familie und was nicht? Wer bestimmt, was normal ist oder perfekt? Und wer setzt eigentlich und leider so oft fest, dass man Menschen mit Behinderung nicht in perfekte oder normale Familien integrieren kann? Sogar im Kindergarten hatten wir es geschafft, dass ich das erste Integrationskind mit Behinderung war und ich konnte weder gehen noch stehen. Obwohl ich sehr wenige Erinnerungen an die Kindergartenzeit habe und mir meine Schwägerin ins B, Anke, Lebensgefährtin meines Bruders Stefan, auf die Sprünge helfen muss, kann ich mich an eine besondere Situation erinnern und sehe diese noch immer vor mir. Wir sollten alle an einer bestimmten Stelle hinunterrutschen und die Tante meinte, ich soll das auch versuchen. Da hat sich mein Bruder aufgeblustert, die kleinen Ärmchen in die Hüfte gestemmt und zur Tante gesagt, die Ines kann das aber einfach nicht. Wie man sieht, kann sich auch ein kleiner Mensch für andere einsetzen. Schade, dass diesen Wesenszug viele große Menschen verlieren.